Lok Leipzig mit Selbstvertrauen nach dem Derby gegen Chemie. Erfurt auswärts noch ungeschlagen. Es winkt ein Duell auf Augenhöhe. Die Gastgeber zunächst das deutlich aktivere Team. Abderrahmane versucht es aus rund 20 Metern. Flückiger reagiert, muss aber nicht eingreifen. Erfurt verstärkt seine Offensivbemühungen erst allmählich. Die beste Chance bis dato hat Hayrullah in der 39. Minute. 0:0 zur Pause vor über 5000 Zuschauern. Und die Gäste kommen besser aus der Kabine, nach einer Ecke aber vergibt ein Chor. Beide Teams wollen, jedoch fehlt die Präzision. Schon die 90. Minute, Ziane zieht ab und Rangelhoff, 1:0, Lok Leipzig spät im Freudentaumel. Der kurz zuvor eingewechselte Bogdan Rangelhoff lässt die Loksche jubeln. Er steht goldrichtig, buxiert den Ball ins Tor. Last-Minute-Sieg, Lok Leipzig springt auf Rang 3, Erfurt ist nun Sechster.